Der Fluch der Titanic, das verhängnisvolle Schicksal des U-Boots Titan. Nach Angaben von Experten erlitt das U-Boot Titan eine katastrophale Implosion. Kriege ich so leichte Platzangst, die Vibes, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Übrigens gibt es sogar Leute, die sagen, dass das ganze Titanic-Thema auch eine Art Verschwörung war, ne? Da die Passagiere ein Dokument bzw. Haftungsbedingungen unterschreiben mussten, in dem auf der ersten Seite dreimal die Möglichkeit des Todes erwähnt wird. Ja, das ist Leute mit Geld, die wissen teilweise nicht, was soll ich damit machen, ne? What the fuck, bro? Stupid. Regisseur James Cameron, bekannt für den Film Titanic, sieht Parallelen zur Katastrophe von 1912. Ach nee. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine lieben Freunde. Liebe geht raus von mir und natürlich auch vom ganzen. Digga, ich habe heute komische Sprachfehler da, sage ich dir so, wie es ist. Vom ganzen Twitch-Chat oben in der Ecke sind die Herzen. Schreibt doch jetzt gerne einen Kommentar. Lasst dem Video schon mal einen Daumen nach oben da. Wir gehen in ein nächstes Video rein, welches heißt Der Fluch der Titanic. Es ist wohl irgendwas passiert mit U-Boot, technisch, Titanic, bla bla bla. Haben die ein oder anderen Leute auch bei mir in den Chat schon reingespammt. Deswegen habe ich heute ein Video im Discord entdeckt. Der Fluch der Titanic, das verhängnisvolle Schicksal des U-Boots Titan. Und ja, gucken wir uns einfach mal an. Ich habe das nicht richtig mitbekommen, aber wir werden mehr erfahren in Kürze. Ab geht der Peter, würde ich sagen. Let's go. Verborgene Geheimnisse TV. Starker Kanal, feier ich. Am 18. Juni verschwand ein kleines U-Boot namens Titan, auf dem 5 Insassen mit der Illusion, die Überreste der Titanic zu sehen, unterwegs. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in einem U-Boot sitzen könnte, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Ich glaube, ich hätte. Boah. Ich hab davor extrem viel Respekt. In so einem kleinen Ding zu sitzen, was unter dem Meer ist, dann unter Wasser ist, so. Da kriege ich so leichte Platzangst, die Vibes, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und nur 4 Tage später, am 22. Juni, bestätigte Oceangate, der Eigentümer des Schiffes, in einer Erklärung den Tod der Passagiere, nachdem die US-Küstenwache Schiffstrümmer gefunden hatte. Nach Angaben von Experten erlitt das U-Boot Titan eine katastrophale Implosion, bei der Pilot und 4 Passagiere aufgrund des intensiven Wasserdrucks im tiefen Nordatlantik wahrscheinlich sofort getötet wurden. Boah, das ist ein Horrorszenario. Maritime Forscher bezeichnen eine Implosion als das schlimmstmögliche Szenario, das während der verzweifelten Rund-um-die-Uhr-Suche nach dem vermissten Tauchboot in Betracht gezogen wurde. Die wollten jetzt Überreste von der Titanic finden quasi, oder was? Na? Doch voll klein das Ding, ne? Ah, ja. Bruder, ich würde nach 5 Minuten, würde ich sagen, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Übrigens gibt es sogar Leute, die sagen, dass das ganze Titanic-Thema auch eine Art Verschwörung war, ne? Dass gar nicht das passiert ist, was uns gesagt wurde. Dass es gar kein Eisberg gab und solche Geschichten. Dazu könnte man sich, haben wir uns dazu mal ein Video reingezogen? Ich glaube nicht, ne? Dazu, falls jemand da ein interessantes Video dazu hat, Titanic-Geschichte nochmal kritisch hinterfragen, da wäre ich auf jeden Fall dabei. So, mit Aluhut natürlich, aber ich wäre dabei. Experten hatten gewarnt, dass der Rumpf der Titan unter dem intensiven Druck in großen Tiefen implodieren könnte, was für alle an Bord einen sofortigen Tod bedeuten würde. Die Titan hatte eine Breite. Warum gehst du dann überhaupt mit so einem Ding unter Wasser, wenn das Risiko besteht? 2,80 Meter, eine Höhe von 2,50 Meter, eine Länge von 6,70 Meter und wog 10,4 Tonnen. Sie hatte Sauerstoff für 5 Personen für 96 Stunden. Die Reise dauerte 8 Stunden. Davon 2 Stunden, um eine Tiefe von 4000 Metern zu erreichen, 4 Stunden, um die Titanic zu finden und zu sehen und weitere 2 Stunden, um an die Oberfläche zurückzukehren. Die Kosten dieses Abenteuers betrugen etwa 250.000 US-Dollar pro Passagier. Aber es war nicht nur teuer, sondern auch gefährlich, wie vermutet wird, da die Passagiere ein Dokument bzw. Haftungsbedingungen unterschreiben mussten, in dem auf der ersten Seite dreimal die Möglichkeit des Todes erwähnt wird. Wer macht sowas? Mark Weiss berichtete, Autor von The Simpsons. The Simpsons Writer? Der ist da mitgeschwommen oder was? Und dieselbe Reise im letzten Jahr unternommen hat.
Ah, der hat dieselbe Reise im letzten Jahr. Ah, waren das so touristenmäßige Leute oder was? Jetzt ohne Scheiß? Die Haftungsbedingung besagt, dass Passagiere während der Fahrt auf der Titan körperliche Verletzungen, Behinderungen, emotionale Traumata und sogar den Tod erleben. Was ist das, so eine Touristenattraktion oder was? Du kannst mit runter zu den Titanic-Überresten. Was soll das denn? Darüber hinaus verzichten die Passagiere auf ihr Recht, rechtliche Schritte für persönliche Verletzungen. Hat das 250.000 Dollar, jetzt habe ich es erst verstanden, das hat 250.000 Dollar für die Leute gekostet. Oder ich habe jetzt gedacht, 250.000 Euro wurden investiert für die Leute, die da mitschwimmen, damit die irgendwelche Wracksachen da entdecken und so. Ich dachte, das ist von der Regierung gefördert oder so ein Scheiß. Die haben dafür bezahlt sogar, oder was? Sachschäden oder sonstige Verluste einzuleiten, die sie während der Reise erleiden, wie es in dem Dokument heißt. Das Formular macht auch deutlich, dass das Fahrzeug experimentell ist und aus Materialien besteht, die nicht weit verbreitet für bemannte Tauchboote verwendet werden. Ja, das ist Leute mit Geld, die wissen teilweise nicht, was soll ich damit machen, ne? What the fuck, bro? Stupid. Wurden. Trotzdem Rest in Peace natürlich so, ne? Wünscht man niemandem, aber wer macht das freiwillig? Er fügte hinzu, dass sowohl der Pilot als auch die vier Passagiere ihre Schuhe ausziehen und mit gekreuzten Beinen auf dem Boden sitzen mussten, da es keine Sitze gab und der Platz sehr begrenzt war. Das ist der Typ von den Simpsons, wa? Das, über den gibt es da eigentlich ein Video, Mike Rice oder was? Das wäre mal auch interessant, ihn mal unter die Lupe zu nehmen, oder? ...den Boden sitzen mussten, da es keine Sitze gab und der Platz sehr begrenzt war. Rice beschrieb die Überfahrt als eine Fahrt wie betrunkenes Fahren mit dem Auto über den Ozean. Darüber hinaus berichtete David Polk, der vor 7 Monaten ebenfalls Passagier der Titan war, dass es im Inneren des Schiffes nur ein Fenster gibt, um die Außenwelt abwechselnd zu sehen, und ein schwarzer Vorhang trennt die Toilette, die eine kleine dunkle Box ist. Also das läuft schon eine gewisse Zeit lang, mit diesen Touri-Ausflügen. Die Besatzungsmitglieder waren extremen Temperaturen ausgesetzt. Polk bemerkte an, dass es während der Reise nur einen Ausgang gab und sagte, es gibt keine Verstärkung, es gibt keinen Fluchtweg. Trotz allem sind einige der Meinung, dass das Risiko es wert ist, wie zum Beispiel Alan Estrada, der einen YouTube-Kanal betreibt. Er zahlte vor 2 Jahren 125.000 US-Dollar, um mit dem U-Boot zu fahren, und sagte, dass nur wenige Menschen bis zu einer Tiefe von 4.000 Metern hinabtauchen, um die Titanic zu sehen. 4000 Meter, crazy. Er fügte hinzu, dass er und alle, die ihn begleiteten, sich der Gefahr bewusst waren, aber seiner Meinung nach war es die Mühe wert. Er versuchte es im Jahr 2021, konnte jedoch aufgrund von technischen Problemen nicht hinabtauchen. Es gelang ihm jedoch ein Jahr später. Aber was ist die Ursache, die die Hoffnung der letzten 5 Reisenden der Titan zunichte gemacht hat? Vielleicht finden wir die Antwort in der letzten Nachricht, die von einem der Besatzungsmitglieder wenige Stunden vor ihrem Verschwinden gesendet wurde. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir die Aluhüte anziehen. Ich glaube, es geht jetzt los. Der Brite Hamish Harding schrieb seinem Freund Terry Wirtz, einen pensionierten Astronauten der NASA, folgendes. Hallo, wir werden morgen losfahren. Es sieht gut aus, obwohl das Wetter schlecht war. Und deshalb haben wir gewartet. Aufgrund des schlimmsten Winters in Neufundland seit 40 Jahren könnte dies die erste und einzige bemannte Mission zur Titanic im Jahr 2023 sein. Es hat sich gerade ein wetterbedingtes Zeitfenster geöffnet und morgen werden wir versuchen abzutauchen. Alles. Ah, okay, also die sind dieses Jahr noch gar nicht abgetaucht wegen wettertechnischen Gründen. Deutete darauf hin, dass das Wetter widrig war und kurz nach dem Abstieg wurde nichts mehr von dem Schiff. Aluhüte wieder einpacken. Packen, bis jetzt alles schlüssig soweit. Gehört. Es verschwand etwa 700 Kilometer vor der Küste von Neufundland. Könnte es sein, dass die Nachricht ein guter Hinweis darauf ist, was passiert ist? Regisseur James Cameron, bekannt für den Film Titanic, sieht Parallelen zur Katastrophe von 1912. In einem Ach nee. Am Freitag ausgestrahlten Interview mit der BBC sagte Cameron, mich beeindruckt die Ähnlichkeit der Titanic-Katastrophe selbst, bei der der Kapitän wiederholt vor Eis vor seinem Schiff gewarnt wurde und dennoch mit voller Geschwindigkeit in ein Eisfeld fuhr. Das ist aber jetzt ein bisschen komisch hier. Wir haben jetzt ein weiteres Wrack,
das leider auf denselben Prinzipien beruht. Warnung nicht zu beachten. Die Tragödie, die das U-Boot Titan und seine mutigen Passagiere ereilte, erinnert uns daran, dass das Meer unberechenbar ist und unsere Grenzen als Menschen deutlich macht. In ihrem Streben nach der mystischen Titanic haben sie sich dem Ruf der Tiefen hingegeben, doch das Schicksal hatte andere Pläne. Lasst uns aus dieser Tragödie lernen und den Mut bewahren, unsere eigenen Abenteuer anzugehen, doch stets mit Respekt vor den Mächten, die wir nicht kontrollieren können. Ja, ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht von dem Cousin, dass er ein bisschen die Theorien anschmeißt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Was eventuell noch dahinter stecken könnte. Ob es da überhaupt irgendwas gibt, was dahinter stecken könnte. Vielleicht gibt es da auch gar nichts. Aber ja, haben wir uns auf jeden Fall mal gegeben. Aktuelles Thema, wird viel drüber geredet, haben die Leute mich drauf aufmerksam gemacht. Eure Gedanken dazu natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch alle. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Peace out. Ja, Titanic-Vibes, Bro.